City's campaign to let them run. Die nächste Gelegenheit, wieder bei unseren Montagsdemos zahlreich zu erscheinen, wieder mit Kultur, diesmal von Ipanema Beach Hotel, mit Rednerinnen Anja Kremer vom Meisenhof Museum und Professor Wirtschaftsexperte Professor Hicke, nächsten Montag hier schon. Dann noch ein paar Kleinigkeiten, ganz wichtig. Die Orten und Helfer, kommen jetzt bitte hier alle zu unserem Hebekran daher. Wir brauchen sie nochmal. Dann haben wir hier vorne immer noch ein paar Fundstücke. Ein Handy wurde gerade gefunden. Es klingelt sogar schon. Ja, das kann man sich hier abholen gegen eine kleine Spende. Spaß, nein. Liebe Leute, heute geht es für heute zu Ende, aber nehmt alle fleißig T-Shirts, Aufkleber, Buttons mit. Tragt unseren Widerstand weiter. Tragt ihn ins Land. Meldet euch an auf parkschützer.de. Meldet Parkschützer. Denn wir wissen nicht, ob Grubebahn und Tunnelparteien nicht doch noch was im Herbst vorhaben. Und wenn ihr glaubt, dass hier heute der heißeste Tag des Jahres war, es wird bestimmt auch noch ein heißer Widerstandsherbst. Zu tun, bis Stuttgart 21 weg ist. Ihr könnt euch auch noch ein paar Bananen zur Stärkung abholen, die wollen wir nicht wieder mit nach Hause nehmen. Die liegen vorne am Bündnisinfostand. Gibt es noch ein paar Äpfel und Bananen zum Abholen. Unser Widerstand hier in Stuttgart und heute hat gezeigt, wir haben Stuttgart verändert. Jetzt kommt es darauf an, das Land zu verändern. Die nächste Gelegenheit habt ihr alle am 24. Juli bei der Anti-AKW-Demo hier in Stuttgart. Und dann zum Schluss, keine Frage, wir kommen wieder, man kann uns nicht vertreiben, oben bleiben! Oben no. Bleiben, oben nein, bleiben! Wir bleiben nicht still, wir halten also, nicht dicht, den Abend, wir sagen diesmal nein, nein mit uns nicht, drückt weil die Daumen wir fürs sind kleine das Volk Finale. Und wir bestimmen mit und wir stimmen dagegen, das Projekt wird gekippt. Wir bleiben nicht still, wir halten nicht dicht, wir sagen diesmal nein, nein mit uns nicht, weil wir sind das Volk und wir bestimmen mit und wir stimmen dagegen, das Projekt wird gekippt. Schaut, die Bagger rollen an, ja es wird wirklich wahr, sie zerstören die Wand, sie reißen in unseren Bahnhof ein riesengroßes Loch. Nein, wir können es kaum glauben, wir sind alle geschockt, doch keiner will uns hören, wir schreien alle Stopp. Doch der Abbruch geht weiter, die Wand geht zu Bruch, wir singen unsere Lieder und rufen die Parolen, doch sie wollen uns nicht hören, wir stoßen auf taube Ohren. Wir kommen wieder! Wir bleiben nicht still, wir halten nicht dicht, wir sagen diesmal nein, nein mit uns nicht, weil wir sind das Volk und wir bestimmen mit und wir stimmen dagegen, das Projekt wird gekippt. Wir bleiben nicht still, wir halten nicht dicht, wir sagen diesmal nein, nein mit uns nicht, weil wir sind das Volk und wir bestimmen mit und wir stimmen dagegen, das Projekt wird gekippt. Es gibt paar hohe Tiere, die sich daran bereichern, denen ist alles egal, die gehen auch über Leichen, sie reißen alles nieder, alles muss weichen, doch damit ist jetzt endlich Schluss, wir setzen heute ein Zeichen. Schaut, endlose Gutachten, endlose Warnung, erstellt euch alle blind, habt ihr Tomaten auf den Augen, hä? Was ist mit dem Park, mit all den schönen Bäumen, lasst sie bitte alle stehen, nein, wir wollen keinen neuen, von der Zukunftsvision zur Kostenexplosion, von der Wirtschaftsmission
zur Horrorvision. Aus dem Megaprojekt für Stuttgart und Region wird die Lachnummer des Landes ein Fass ohne Boden. Kommt, lass es endlich sein, es ist einfach nur krank. Früher oder später fährt ihr den Karren gegen die Wand. Und die Wand sind grad wir, die, die demonstrieren. Das sind die, die weiter marschieren. Der Widerstand, der Widerstand. Wir bleiben nicht still, wir halten nicht dicht. Wir sagen diesmal nein, nein mit uns nicht. Weil wir sind das Volk und wir bestimmen mit. Und wir stimmen dagegen, das Projekt wird gekippt. Wir bleiben nicht still, wir halten nicht dicht. Wir sagen diesmal nein, nein mit uns nicht. Weil wir sind das Volk und wir bestimmen mit. Und wir stimmen dagegen, das Projekt wird gekippt. Und sowas nennt ihr Fortschritt? Ich kann davon nichts sehen. Ich seh nur die hohen Kosten, die dann noch entstehen. Von circa 5 Milliarden auf 11 Milliarden Euro. Ja, das ist Fakt, die Schätzung. Unsere alle Rechnung kommt, lass uns Ketten bilden. Kilometer weit, bis sie unsere Stimmen hören. Bis es oben jeder peilt, nein, an uns kommt keiner vorbei. Nie im Leben, die Politik muss jetzt sehen, dass es so nicht mehr geht. Das ist erst der Beginn, mit uns hat keiner gerechnet. Und wir werden täglich mehr und keiner von uns schwächelt. Wir fordern den Baustopp und das jetzt sofort. Bewahrt unser Stuttgart, diesen schönen Ort. Kommt uns bloß nicht damit, ihr wurdet gewählt, weil halt Stuttgart demonstriert, das ist Realität. Wir sind für K21, das ist unser Weg. Stopp S21, es ist niemals zu spät. Nein, wir bleiben nicht still, wir halten nicht dicht. Wir sagen diesmal nein, nein mit uns nicht. Weil wir sind das Volk und wir bestimmen mit. Und wir stimmen dagegen, das Projekt wird gekippt. Wir bleiben nicht still, wir halten nicht dicht. Wir sagen diesmal nein, nein mit uns nicht. Weil wir sind das Volk und wir bestimmen mit. Und wir stimmen dagegen, das Projekt wird gekippt. Wir bleiben nicht still, wir halten nicht dicht. Wir sagen diesmal nein, nein mit uns nicht. Weil wir sind das Volk und wir bestimmen mit. Und wir stimmen dagegen, das Projekt wird gekippt. Wir bleiben nicht still, wir halten nicht dicht. Wir sagen diesmal nein, nein mit uns nicht. Weil wir sind das Volk und wir bestimmen mit. Und wir stimmen dagegen, das Projekt wird gekippt. Bauern auf und ab, ich glaube nicht.
nicht an ihr Gewissen, denn das steht auch zum Verkauf. Immer größer und immer mächtiger, ein Bauwerk sucht seinesgleichen, und es wird ja doch nie reichen. Hoch ist diese Kultur. Wie hoch ist diese Kultur? Wie hoch ist diese Kultur? Und wie tief wird sie fallen? Was wächst, wird klein Holz gemacht, und Überlebendes wird gar nicht erst nachgedacht, was doch mal irgendwas so sein, wie es ist. Weißt du, dass du auch nur ein Stück Natur bist? Bleib stehen.
weil wir uns bewegen und Widerstand sich regt, wird das gesamte Bahnprojekt von uns hinweg befehlt. Hey, ja, boy, ja, 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 boy, ja, 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 boy, ja, 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 alle mit. Die Menschen werden nicht gefragt, entschieden wird von oben. Bei solchermaßen Arroganz, lasst uns den Aufstand proben. Drum reiht euch ein in den Protest und leistet Widerstand, bis das Projekt verhindert ist, im Bund, in Stadt und Land. Der Hauptbahnhof bleibt oben, wir stemmen uns gegen den Wind. Politiker loben, bis sie verschwunden sind. Und weil wir uns bewegen und Widerstand sich regt, wird das gesamte Bahnprojekt von uns hinweg gefegt. Hey, ja, boy, ja, ja, la, la, ja, boy, ja, la, 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 ja, boy, ja, la, 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 ja, 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 boy, ja, la, 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 ja, boy, ja, la, 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 ja, boy, ja, la, 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 halt, halt, halt. Unser Bahnhof ist ein Sackbahnhof und die Regierung findet Sackbahnhöfe doof, er muss nach unten. Unser Bahnhof bald verschwunden und auch das Steuergeld und sollte unser ICE verspätet sein. Durch das Milliardenloch fahren wir's wieder rein, er muss nach unten. Unser Bahnhof bald verschwunden, auch wenn's uns nicht gefällt, kann da ein weiteres Gutachten eventuell auf die Wut achten, die manchen Bürger derart quält, dass er sogar die Linke wählt. Ich höre die Shampoosgläser klingen bei der Bauindustrie. Die Lobbyisten sind so glücklich wie noch nie. Er muss nach unten, unser Bahnhof bald verschwunden. Und auch das Steuergeld, die Banken und Versicherungen bauen schon darauf, darauf zu bauen. Herr Oettinger, Glück auf! Und dann nach unten, unser Bahnhof bald verschwunden. Auch wenn's uns nicht gefällt, kann da ein weiteres Gutachten eventuell auf die Wut achten, die manchen Bürger derart quält, dass er sogar die Linke wählt. Ein Graus, zu welchem tut sich hier Stadt und Land erdreisten? Ich frag dich, Schuster, kannst du dir das leisten? Ich bräuchte einen Lift bis zu meinem Auto mindestens. Manchmal wird schon ein grünes T-Shirt. Weiß nicht, ich jetzt gerne noch stehen. Ja, natürlich ist das richtig eine Schreckfarbe. Soll natürlich auch gesehen werden. Da würde ich das Geld nicht investieren. Ja. Das ist natürlich ganz super gut. Das
gesagt, ich will so ein leichtes Geld. Ja, Eis ist gestrichen. Eis, Bier, Camparis, wir trinken nur noch Wasser. Das ist doch vollkommener Quatsch, aber nicht. Du hast keine Vorstellung, wie die dein Bauch sich über den Bund will. Reinschneiden. Ja, jetzt schau dir das mal an hier, bitte. Ich kenne das alles. Dann gibt es einen Mann in meiner Wohnung, der sagt zu mir, ich würde aussehen wie ein Walross. Walross. Das sind alles keine Komplimente. Wenn ich jetzt ein schönes, das ist ein ganz toller Stoff hier, das ist ganz arg angenehm. Aber er ist ein bisschen lahm, da müsste es bestickt sein mit ein bisschen was. Ja, kann man ja machen. Nein, ich muss. Die Leute gehen gar, die hätten noch mehr Programm ausgehalten. Ja, viele natürlich, ist doch klar. Aber jetzt, wenn heute Abend Fußball ist, dann muss man da halt auch ein bisschen drauf Bezug nehmen. Doch, kopieren wir das für einen Stern, da gehe ich und kopiere an der Uni. Oder ich im Copyshop und dann kriegt es mal Tante Irene. Weil ja. Im Grunde genommen immer so viel mit dem Zug und ist ja da auch der Weg. Kannst du machen. Wo spielen die jetzt privat oder wer spielt denn das? Ah ja, ist ja schön. Ist ja klasse, wenn da jetzt noch was kommt. Oh, klasse. Wo sind sie? Ach, Spitze. Muss ich jetzt mal umstellen. Ja, habe ich schon mal. Ja, ja. Ja, schieß sie da. Was sie aber nicht. Das kann ich doch raus, das ist genau für schön. Ich bin auch gar nicht so viel schwätzt. Ja, ich habe aber das gleiche gesagt. Ja. Super, hallo. Guck mal, schon richtig ist Glas. Ja, Boah, nee, da muss ich auch.
mega. Thank you.
nicht. Ich verstehe nur Kopfbahnhof. Dieses Bauprojekt ist doch kurz und direkt. Einfach doof, Stuttgart 21 macht den Park kaputt. 20 Jahre, nichts als Bagger und Schutt. 20 Jahre, nichts als Baustellenkrach für einen Durchgangsbahnhof mit Bullaugendach. Stuttgart 21, das Milliardenloch. Einen tollen Bahnhof, den haben wir doch. Drum sag ich dir, ich demonstrier in einem Fort, an jedem Ort. Opa kommt ins Krankenhaus und hinterher zahlt er noch drauf. Ihr tut nochmal 5 Euro raus. Gebt den Rest für den Bahnhof aus. Nutzt mein Vertrauen aus und redet euch dann raus. Ihr redet überhaupt zu viel, zu lang, zu laut. Doch ich verstehe immer nur Bahnhof. So langsam wird mir das zu doof. Ich verstehe immer nur Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. In der Hauptstadt fällt die S-Bahn aus. Doch Hauptsache, es sieht gut aus. In den Schulen gehen die Lichter aus. Und ihr gebt das Geld für den Bahnhof aus. Ihr sagt, dass alles immer wachsen muss. Und dass ich das bezahlen muss. Ihr sagt mir, wo ich sparen soll. Und macht euch selbst die Taschen voll. Nutzt mein Vertrauen aus und redet euch dann raus. Ihr redet überhaupt zu viel, zu lang, zu laut. Ich verstehe immer nur Bahnhof. So langsam wird mir das zu doof. Ich verstehe immer nur Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Wir verstehen schon mit dem Bahnhof. Wir sind nämlich nicht so doof. Wir verstehen schon mit dem Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. So langsam wird mir das zu doof mit euch. Versteht doch endlich Bahnhof, sonst jagen wir euch noch vom Hof. Versteht doch endlich Bahnhof, versteht doch diesen Bahnhof. Wer will schon diesen Bahnhof? Versteht doch endlich Bahnhof, versteht doch endlich.